Hallo meine lieben Mitschiffenden und Mitschiffenderinnen. Ja, es ist wieder soweit. World of Warships heißt das Spiel. Und zwar zeige ich heute den Tier 7 Kreuzer der Japaner, und zwar Miyoko genannt. Hier in seiner ganzen Pracht. Ein wirklich sehr feines Schiff. Vorne drei Türme, hinten nochmal zwei. Und an den Seiten, hier sieht man es ganz gut. Jeweils drei Torpedos auf jeder Seite. Also da kommt dann schon Spaß dabei auf. Und jetzt schauen wir doch mal, wie sie sich so schlägt im Gefecht. Natürlich am Anfang wieder ein bisschen spulen, bis es dann wirklich losgeht. Und dieses Replay ist ganz gut, weil da passiert recht viel. Das heißt, man braucht da gar nicht lange spulen. Und dann gehen wir hier nämlich gleich jetzt ins Gefecht. Schau mal, wie wir da so mit der Furutaka zurechtkommen. Furutaka natürlich fein mit AP beschießen, und da gibt es auch gleich den ersten Zitadellentreffer. Und gerade auf die Entfernung, man sieht, ist recht genau, kommt recht gut rein. Dann nochmal knapp 5000 Schaden. Auch hier wieder, dieses Video ist bei mir, oder dieses Replay ist ursprünglich im Livestream entstanden. Ihr wisst ja, dass ich recht häufig World of Warships Livestream, also an dieser Stelle jeder, der noch nicht dabei war und gerne mal Lust hat und zuschauen will, ist recht herzlich eingeladen. So, jetzt ist die Furutaka recht langsam. Noch 1000 oder noch 800 Struktur, brennt aber gerade weg. Und ist jetzt auch schon kaputt. Deswegen gab es auch das erste Blut. In dem Fall von der Colorado. Ich habe mich auch dann gar nicht mehr wegen 100 Struktur nochmal drauf eingeschossen. Sondern aim hier gleich um auf die New York. Will jetzt auch mal vom Kartenrand wieder wegkommen. Und hier natürlich New York schön mit Taebe schießen, um möglichst einen Brand zu verursachen und auch von oben einschlagen, weil ihr seht, die Flugbahn ist recht steil dann am Ende. Da kommt dann auch hier guter Schaden zurecht. Gerade 6000 und nochmal angezündet. Also das ist aller Ehren wert. So, jetzt habe ich nur noch zwei Türme, die schießen, weil der dritte, vierte und fünfte Turm müssen sozusagen rückwärts umdrehen, dass sie da auf das Ziel gehen können. Sieht man jetzt hier ganz gut, dass die alle gerade am Drehen sind. Aber die New York, die brennt fleißig runter. Der andere New York ist auch noch am Start. Aber eine Furutaka da auch noch. Ich meine, das ist ein Bug im Replay. Ich meine nämlich, draufgeschossen zu haben. Sehen wir jetzt gleich. Oh ja, da kam das Fadenkreuz nach oben gesprungen. Und ja, ich habe draufgeschossen. Deswegen hier der erste Schaden. Und jetzt bewegt sich der Gegner. Fahrt jetzt los. Sieht man immer ganz gut auch im Rauch. Also, wenn ihr euch da unsicher seid, wohin sich ein Gegner bewegt oder ob er sich überbewegt, achtet auf den Rauch der Schornsteine. Das ist immer ein gutes Indiz. So, und jetzt schwenkt man auch die Atlanta um, weil die Atlanta ist natürlich das nähere Ziel. Bei der Furutaka gingen alle ins Wasser. Also wie im guten alten Schiffe versenken. Alle daneben. Und auch die Atlanta hier in dem Fall ein Hit. Aber auch einer, der tut an so einer Atlanta schon sehr weh. Aber da jetzt nicht genug vorgehalten. Bewegt sich gerade so ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, man muss da auch natürlich so ein bisschen ahnen, wohin will er jetzt fahren, was kommt jetzt als nächstes. Deswegen hier in dem Fall mal nach rechts. Und jetzt schießt die Atlanta nämlich auch zurück.
So, und jetzt dreht die Atlata so bei, dass es schön die Seite und die Silhouette zeigt. Die ersten zwei Treffer. Wie gesagt, ihr seht, sie schießt auch in unsere Richtung, also da gibt es ein kleines Shootout. Beziehungsweise, nein, sie will auf die Minekasse da unten erst nochmal. Oder was ist es? Mutsuki. Aber hier zwei Zitadellentreffer. 10.000 Schaden allein damit. Das tut natürlich schon satt weh. Wie gesagt, das Ruckeln ist leider im Replay so ein bisschen immer in der Sniper-Ansicht. Und hier nochmal drei Treffer. Und jetzt kommt sie uns auch noch entgegen. Ich hoffe, dass ja irgendwann die Replay-Funktion wirklich mal so funktioniert, dass man sagen kann, dass der auch von Wargaming wirklich offiziell im Spiel integriert ist. Leider hier keine Zitadelle, dass man auch dementsprechend diese Ruckler mal aus der Welt bekommt, weil es hat einfach, es ist einfach noch nicht so supported, wie es supported sein sollte, leider. So, und jetzt hier nochmal eine Zitadelle und dementsprechend den Kill. Und da sind wir auch schon, wie man oben sieht, bei 47.889 Schaden. Also schon, das ging schon gut los. Da kann man sich gar nicht beklagen. Vier Zitadellen, wobei jeder so mit 5.000 Schaden veranschlagt werden kann. So, aber jetzt ist hier erstmal wieder Ruhe. Dementsprechend hier wichtig jetzt den Punkt zu capen, habe ich gemacht. Und hier drüben, da ist jetzt noch die Furutaka. Da sind wir natürlich wieder live dabei, aber hier in der Slow-Mo. Sie gehen leider hinterhalb. Schade, schade. Man muss dazu sagen, Miyoku eine Reichweite von knapp 16 Kilometern und die Torpedos allerdings auch nochmal 10, also eine sehr schöne Unterstützung von der Reichweite der Torps. Hier jetzt mal die Nähe und die Distanz ein bisschen verringern Richtung New Mexico. Wobei gegen eine volle New Mexico vielleicht nicht unbedingt der perfekte One-on-One-Gegner ist. Bekommt wenigstens schon ein bisschen Saures von unserem Flugzeugträger an dieser Stelle. Beziehungsweise scheinbar waren es die letzten, ne? Die letzten Torps, weil Flugzeugträger gibt es jetzt nun gar keinen mehr. Und da ist eine Mutsuki. 10 Kilometer ist immer ein schwieriger Schuss. Gehört natürlich ein bisschen Glück dazu. Gerade wenn sie sich hier so ein bisschen berappelt und bewegt. Deswegen einfach mal Torps in die Richtung. Ist jetzt wieder zu, also auf die New Mexico wieder drauf. Und ihr seht auf der Minimap, ja, das war nochmal 6.300 Schaden, also der ging nochmal ordentlich rein. Ihr seht auf der Minimap, dass da die Minikase vorher praktisch auf Gustav 3 war. Das heißt, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt hier durch diese Bucht kommt, sehr hoch. Auch die Kongo ist hier unterwegs. Kongo ist noch voll. Ich sage aber bewusst noch. Also Kongo spielt es jetzt gleich nicht so schön runter, wie man es hier machen könnte. Aber die Minikasse war jetzt offen. Das heißt, wir wissen, da ist sie. Da in 7 Kilometern. Leicht hinter der Insel. Gerade nicht zu beschießen. Kongo-Flak und meine Flak gehen auf den... Und jetzt sehen wir ganz kurz, auf was ich hier... Ich schieße nämlich auf die Pensacola, aber hier kommen jetzt drei Torps. Die kommen noch gut weg. Da in Brand gesteckt, das war nämlich HE auf die Pensacola gerade. Die Musik ist auch schon dementsprechend spannend gehalten, weil hier ist auch noch alles offen. Es sind 5 gegen 5 Schiffe.
Die Clemson ist schon fast down, da noch eine Mozuki, die nicht mehr viel hat, und eine Colorado, die recht weit hinten ist. Also da bringt es jetzt gerade nichts. Und hier jetzt, da kommen jetzt Torps auf eine Kongo, die hier echt schlecht gefahren ist, dann dementsprechend. Und hat hier da einiges einschlagen müssen. Also von den ehemaligen 55.000 HP ist nicht mehr viel da. Minikase leider mit AP beschossen. Lag aber daran, weil ich dachte, die Pensacola kommt nochmal früher auf. Jetzt lade ich auch schon brav auf HE um. Aber ich fahre mich hier schön gegen die Insel. Ich habe einen kleinen Landgang eingelegt. So, die Kongo repariert wenigstens schon. Und hier nochmal auf die Pensacola. Gerade wenn sie so wie da wegfährt. Jetzt hat die Kongo noch 5500. Wenn sie so wie jetzt rückwärts wegfährt, dann aber auch wieder ruhig HE schießen. Und da konnte ich ihn versenken. Die Kongo leider hat sich jetzt aber hier auch mittlerweile schon verabschiedet. In dem Augenblick. Konnte aber jetzt nichts mehr reißen. Die Mozuki noch am Leben. Und die macht es mir gleich noch ein bisschen schwieriger. So, ihr seht, die Mozuki war hier vorne rechts das letzte Mal. Ich bin jetzt wieder nicht mehr offen vom Gegner, deswegen ist meine Taktik jetzt hier links rum, um sie so ein bisschen zu überraschen und hoffen, dass sie hier jetzt dann sozusagen vor mir auftaucht. Das ist die Taktik. Deswegen auch bewusst schieße ich gerade nicht, dass ich auch ja nirgendwo aufgehe. Beziehungsweise mache ich jetzt doch. Weil die Insel hier im Weg ist. Dementsprechend kann man das machen. Wenn jetzt die Insel hier nicht gewesen wäre, dann würde die aufgehen. So, und hier sehen wir zuletzt die Rauchwolke von der Mozuki. Jetzt bin ich wieder offen von der Flugzeugen. So, und ich drehe schon hart Steuerbord. Und da kommt Torps. Und jetzt guck mal auf meine Geschwindigkeit. Ich bremse nämlich rapide ab, um möglichst wenig Torpedos zu bekommen. Und so bekomme ich dann in Anführungszeichen nur zwei. Der dritte, der haarscharf da vorbeigegangen ist, der wäre wahrscheinlich dafür zuständig gewesen, dass er mich auch versenkt hätte. Dementsprechend ein bisschen Glück, ein bisschen Können, ein guter Mix aus beiden. Und da ist jetzt aber die Mozuki wieder offen. So, ich bin entdeckt, Mozuki ist entdeckt. Mozuki kommt aber jetzt gerade pünktlich noch hinter die Insel. Und jetzt könntest du natürlich sozusagen die Insel nutzen, um wegzufahren, um wieder ein bisschen Distanz zwischen mich und sich zu bringen. Aber macht sie nicht, sondern sie fährt hier rum und das war ihr Tod. Und dementsprechend konnte ich hier den Unterstützer sichern und konnte sie zerstören. Und jetzt kommt noch eine entscheidende Aktion, die will ich euch noch schnell mitzeigen. Die New Mexico ist nämlich noch am Leben. Allerdings dahinter direkt Colorado und Mozuki. So, und da schieße ich jetzt noch einmal auf die New Mexico. Über die Insel hinweg. Und die Schüsse kommen an und man stecken zweimal den in Brand. Und das ist jetzt ganz essentiell, weil, jetzt muss ich das Ganze verlangsamen. Die New Mexico wird jetzt dann sterben. Allerdings nicht mehr ohne meinen, oder nicht mit meinem Zutun, sondern die wird noch runtergeschossen von der Colorado und von der Mozuki und stirbt durch meinen Brandschaden. Deswegen seht ihr dann am Ende der Auswertung 4 Kills. Warum ich euch diesen Kill nicht zeigen kann, ist, weil es in dieser Replay-Funktion immer noch einen Fehler gibt. Sobald das letzte Schiff zerstört ist, wird sofort das Replay abgebrochen und damit ist die Aufnahme leider dann komplett im Arsch. Also das heißt, ich kann euch den Kill nicht mehr zeigen. Unterm Strich
waren es aber 85.000 Schaden. Unterm Strich waren es 4 Kills, 4 Zitadellentreffer, ordentlich am Brandschaden, Unterstützer, also sehr schön. Von der Mozuki hätte nur noch ein Torpedotreffer gefehlt. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Ich selber muss sagen, ich finde sie stärker als die Pensacola und ich spiele sie auch lieber. Von dem her, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Alcaramba.